Willkommen mal wieder zu FCS-Blog die Woche, das unabhängige Magazin zum 1. FC Saarbrücken, das auch in schwierigen Zeiten auf die Themen schaut, die die Fans des 1. FC Saarbrücken beschäftigen. Und das war in dieser Woche natürlich die Niederlage gegen den TSV 1860 München, 2 zu 3 zu Hause. Die erste Niederlage gegen die Münchner Löwen seit 2018. Und im Anschluss wurde natürlich viel über die sportliche Zukunft diskutiert, über... Die Trainerfrage, die inzwischen auch trotz des Erfolgs gegen Bayern wieder akut ist. Und auch wenn Rüdiger Ziel in dieser Woche gegen Herrensor im Saarlandpokal mit 3 0 quasi die Pflichtaufgabe erfüllt hat, wird das die Kritiken nicht verstummen lassen und erhöht den Druck vor dem Spiel gegen die SG Dynamo Dresden, wenn es überhaupt stattfindet, gehen wir in dieser Folge erstmal so ein wenig auf. Das Spiel gegen München ein nicht in der tiefen Analyse. Ich habe mir noch mal so ein paar Highlights angeschaut, habe das Spiel natürlich geschaut und bin ein wenig der Meinung, dass wir darüber reden müssen. Warum ist der FCS im Vergleich zum Vorjahr unter Uwe Koschinat, wo es natürlich die Kritik gab, der Fußball sei nicht so attraktiv? Warum ist man inzwischen defensiv so häufig unkonzentriert? Denn wir wissen ja diese Kernabwehr ist zusammengeblieben. Manuel Zeitz, Lukas Böder, Jane Tölke, Bonet uaferro dann auf den Außen Gauss und Rizzuto. Ich will jetzt mal eine Theorie aufspannen und will da auch nochmal über ein Gegentor im Speziellen reden, das für so, <laughs> so das kleine Zugeständnis an die Leute, die die Spielanalysen hier vermissen. Denn ich denke, wir müssen in diesem Jahr darüber reden, dass die defensive Kommunikation, Abstimmung, Zuordnung, Vielleicht auch daher leidet, dass auf den Positionen direkt in Nachbarschaft zu der Abwehrkette gewechselt haben. Dave Gnase, abgewandert nach Osnabrück, ersetzt durch Patrick Sontheimer Und wir wissen, das natürlich im Tor Daniel Batz äh, gewechselt und wahlweise durch Tim Patterock oder Tim Schreiber ersetzt. Und das 0 zu 2, das ist, glaube ich, so ein Tor. Anhand äh, des Zustandekommens kann man da... Viel darüber lernen, warum die Abstimmung wichtig ist, beziehungsweise was da so gehapert hat. Denn es entsteht quasi aus einem Angriff des ersten FC Saarbrücken, ähm, bei dem tief in der Münchner Hälfte mit einem langen Ball die Münchner umschalten und im Mittelfeld ist, äh, sieht man, dass einige Spieler aus der Verteidigung weit aufgerückt sind und Manuel Zeitz, der verliert dann das entscheidende Kopfballduell an der Stelle, wo vielleicht. Auch der Sechser hätte ran müssen gehen oder hätte präsent sein müssen. Egal, der Ball kommt dann irgendwie zu Finn Lakenmacher, der sehr schnell schaltet und Cel äh, Nulao schickt. Und der hat jetzt vor sich mehrere Optionen. Allerdings sind die Löwen auch nicht wirklich in Überzahl. Es laufen viele FCS-Verteidiger zurück und vor allem Lukas Böder, der orientiert sich jetzt Richtung eigenes Tor, was in solchen situationen dann oft als mittel gewählt wird er versucht tiefe zu schaffen ähm, er nimmt aber zu spät morris schröder schröter wahr weil er hätte jetzt auch in dieser situation äh, die gelegenheit entweder den passweg zuzustellen zu Schröter oder aber den gegenspieler abseits zu stellen und dadurch dass er das so spät wahrnimmt kommt es eben zum entscheidenden pass jetzt ist Schröter fast durch. Böder schafft es irgendwie nochmal zwischen ihm und dem Tor äh, an, in diese Zone zu kommen, aber gleichzeitig geht Tim Schreiber aus seinem Tor heraus. Das ist vermutlich die fatale Entscheidung in einer Kette von einigen äh, falschen Entscheidungen oder äh, Unachtsamkeiten, denn eigentlich müsste er das nicht machen. Böder ist ja da, er schirmt quasi das Tor noch ab und in der Mitte kommen in der Zwischenzeit weitere Verteidiger des FCS zurück, die dann auch einen möglichen Passweg zustellen könnten und Schröter quasi dann zur Option zwingen, ins 1 zu 1 zu gehen gegen einen Verteidiger und dann ins Duell gegen den Torwart, der dann noch mehr Fläche hätte, das Tor zu verteidigen. So ist es quasi ein 2 gegen 1, er schlägt einen Haken und kann den Ball ins leere Tor schieben. Also der abschluss einer fehlerkette und ähm, einerseits wissen wir natürlich dass der sturm eine riesengroße problemzone ist aufgrund der ausfälle gleichzeitig finde ich zumindest dass man vielleicht auch noch mal über die defensive abstimmung untereinander da ein auge drauf haben muss vor allem auf die sechserposition dieses felds zwischen den mittelfeldspielern und der letzten kette und vielleicht ist ja da auch luca kerber noch mal eine option der in letzter zeit Gefühl so ein bisschen außen vor war in der Liga. Denn äh, Sondheimer, der ist noch so in dieser Dave Gnase -zu Beginn Phase, der hat sich noch nicht so richtig bewährt als Nachfolger. Aber wir wissen ja auch, Dave Gnase, der hat anderthalb Jahre an Laufzeit beim FCS gebraucht, bis er wirklich starke Leistungen hatte. Ein Foto hat die Menschen in dieser Woche sehr bewegt, <laughs> nämlich das des abgedeckten Ludwigsparks. Was steckt dahinter? Das hat am Montag schon die Saarbrücker Zeitung erklärt. Das ist eine luftdurchlässige Folie, die Regen abhalten soll, so vergleichbar mit dem, was man in Wimbledon beim Tennis häufiger sieht. Aber wir wissen natürlich alle, dass allein die Diskussion wieder einen riesigen Grusel auslöst, sowohl bei den Zuschauern auf Saarbrücker Seite, die wollen, dass am Sonntag gespielt wird, als auch bei den Sportlern und natürlich vor allem bei den Dresdner Fans, die nicht ein zweites Mal umsonst anreisen wollen. Und in dem Zusammenhang gab es auch eine interessante Einlassung vom Greenkeeper der SV Elversberg. Und der äußert sich da sehr kritisch über die Vorgehensweise der Stadt. Und ich finde das relativ bemerkenswert, dass er dann ähm, sagt, äh, das ist jetzt ein Auszug aus dem Artikel von Heiko Lehmann, Zitat, der städtische Rasen im Ludwigsparkstadion wird von den Stadtwerken unterhalten. Schwem möchte keinem Verantwortlichen, fehl, keinem Verantwortlichen fehlende Motivation unterstellen. Er sagt aber. Auf diesem Niveau muss ein Rasen anders behandelt werden. Dort wird mit einem drei walzen gemäht, der ist viel zu schwer und verdichtet alles. Mir wurde erzählt, dass in Saarbrücken einmal im Jahr gespoont wird. Wir spoonen alle zwei Wochen. Also so eine Technik, wo auch nochmal mit dem <laughs> berühmten Spooner gearbeitet wird, um den Rasen aufzulockern, ein bisschen zu retten. Interessanter Artikel äh, da über Sascha Schweben. Und es ist einfach eine verkorkste Situation mit dem Rasen im Ludwigspark. Und ich glaube, meine Hoffnung wäre oder wahrscheinlich die Hoffnung vieler Fans, dass man sich irgendwie mit möglichst wenig Spielausfällen in den Winter rettet. Und spätestens im nächsten Jahr muss wahrscheinlich das Thema Drainage doch nochmal angegangen werden. Und äh, leider Gottes wahrscheinlich auch ein neuer Rasen. Und zum Abschluss nochmal ein Rückgriff auf das letzte Video, wo wir über das Thema Sicherheit im Ludwigspark gesprochen haben und... Das hat ja relativ hohe Wellen geschlagen. Ein paar haben da mich auch ein wenig falsch verstanden. Ich möchte noch mal in aller Klarheit sagen: Ich verurteile nicht Fans, die sich wie Fans verhalten. Fans, die einfach nach so einem Spiel die Freude rauslassen wollen und natürlich feiern wollen und das dann auch. Ich kenne es von früher von Aufstiegsspielen auf dem Rasen zeigen. Man muss trotzdem darüber reden, warum werden zu einem falschen, zu einem falschen Zeitpunkt die Tore geöffnet. Und wir erinnern uns alle an dieses Zitat von Peter Müller in der Saarbrücker Zeitung. In dieser Ausnahmesituation zeigt sich die verbindende, identitätsschaffende Kraft des Fußballs und wir können nicht erkennen, warum ausgerechnet nach so einem Spiel die angebliche Sicherheitsproblematik im Vordergrund stehen soll. Das ist ein schöner Satz. Nur jetzt sind plötzlich Sprachnachrichten rumgegangen von Leuten, die erzählt haben, dass der Verein sie vorlädt und dass eben der DFB so gar nicht im Used ist und dass da teilweise auch Stadionverbote drohen. Das ist, äh, sag ich mal, relativ unschön für die Leute, die es dann erwischt, weil ähm, natürlich kann man jetzt sagen, man weiß, dass man nicht auf dem Platz läuft. Andererseits äh, wirkt das auf mich jetzt so, als würde man als Verein erst in der Zeitung groß das Ganze runterspielen und dann doch einige Fans hinhängen. Zuerst es gab ja auch Pyrotechnik sein wird. Ähm, an der Stelle will ich nur sagen, das ist eine ganz undurchsichtige Lage, auch dass jetzt plötzlich doch über Konsequenzen geredet wird, weil ich glaube, daran haben wohl die wenigsten direkt nach den Bildern gedacht. Die haben jetzt gedacht, vielleicht, dass die Geldstrafe vom DFB kommt, aber dass da jetzt Leute vorstellig werden sollen, ist doch was anderes. Und ich kann an der Stelle nur sagen, ich bleibe da weiter an dem Thema dran. Und wer selber betroffen ist und sagt, ich fühle mich da irgendwie vom Verein komisch behandelt, dem biete ich an. Kommt gerne mit euren, sage ich jetzt mal, Erfahrungen zu mir. Wendet euch vertraulich an das fcs blog Ich sichere auch zu, dass ich hier niemanden vorführen werde oder generell das auch vertraulich behandelt, dass jetzt niemand hier geoutet werden soll als jemand, der auf dem Platz gelaufen ist oder sonst was. Nur, das ist eine Situation, über die muss man. Noch häufiger reden. Man muss da auch nochmal darüber reden, wie der Verein sich verhalten hat, wie die Ordnungsdienste sich verhalten haben. Und in dem Sinne, falls ihr reden wollt, kommt gerne zum FCS-Blog, äh, meldet euch auch gerne über private Nachricht oder die Kanäle, die ihr kennt. Und dann werden wir das Thema weiter im Auge behalten, so wie wir den FCS generell weiter im Auge behalten. In dem Sinne freue ich mich auf das nächste Spiel des FCS, das hoffentlich stattfindet, und sage bis dann!